realistischen deutschen Staat, der die Welt auch mit einem Weltkrieg überzogen hat. Sie wurden von den Scherben dieses imperialistischen Staates ermordet. Wir leben heute in der imperialistischen BRD, die ebenfalls seit 1999, beginnend mit Jugoslawien, wieder Aggressionskriege führt. Gerade derzeit die nächsten Aggressionskriege gegen Syrien und Iran, propagandistisch, militärisch vorbereitet. Und wir leben in einem Staat, in dem wieder Faschisten, fortschrittliche Menschen, ausländische Bürger der BRD sowie auch Obdachlose und andere Arme ermorden. Allein seit 1990 nicht etwa nur 10 Morde haben die Faschisten begangen, wie jetzt in den letzten Wochen in den Medien zu erfahren war. Es sind insgesamt mindestens über 150 Morde. Und auf der anderen Seite schützt die Polizei dieser BRD nach wie vor faschistische Aufmärsche. Erst gestern wieder in Magdeburg, während sie mit äußerster Brutalität gegen Antifaschisten vorgeht, sie kriminalisiert und terrorisiert und vor keiner Gewalt zurückschreckt. Deshalb ist es heute nach wie vor notwendig, an die Vorkämpfer der kommunistischen Bewegung in Deutschland und weltweit zu gedenken und uns daran zu erinnern, dass der Kampf auch heute notwendiger als je ist. Allah, Bashar, Suriya, Allah, Muammar, wa Libya, wa Bas. Ja, wir sind hier gegen den imperialistischen Krieg zu demonstrieren. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Revolutionäre deutsche Vorkämpfer gegen den imperialistischen Krieg. Und ich trage hier die Fahne der libyschen Jamahiriya, weil dieses Land das jüngste Opfer ist imperialistischer Aggression. Und es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, überall auf der Welt, dass sich die progressiven und linken und kommunistischen Kräfte mit dem libyschen Volk verbünden, den Kampf gegen die NATO und die Besatzer und ihre Ratten und ihre Söldnerheere, die sie geschickt haben, um eine Revolution, eine angebliche Revolution zu inszenieren für die Medien. In Wirklichkeit geht es um die Beschlagnahmung der libyschen Bodenschätze und die geostrategische Positionierung zur besseren Ausbeutung und Unterwerfung Afrikas. Und das geht uns alle an. Und der Hauptfeindschirm im eigenen Land, der deutsche Imperialismus, ist beteiligt, auch wenn er offiziell nicht sich an diesem Krieg beteiligt hat. Immerhin 103 Spezialkräfte waren im Einsatz aus Deutschland. Und ich denke, die deutsche Linke muss jetzt auch im Hinblick auf Syrien und Iran deutlich Position beziehen gegen den eigenen Imperialismus für internationale Solidarität und für zur Unterstützung aller derjenigen Kräfte, die sich gegen den Imperialismus wehren und gegen diese ungerechte Weltwirtschaftsordnung und einen anderen Weg gehen wollen und bis hin zum Sozialismus. Und es gibt viele unterschiedliche Regime auf der Welt, die sich dem imperialistischen Griff entziehen wollen, und die sollten wir unterstützen und nicht wie hier scheinheilig einige andere, die solche Pseudorevolutionen von NATO-Ratten unterstützen. Die Liebknecht-Lenin-Luxemburg-Demonstration 2012 ist auch dieses Jahr für die Kommunisten.